Wir sind jetzt auf dem Weg nach Immerath. Das ist ein Geisterdorf, das bald den Baggern weichen muss. Und das ist da hinten. Und weil man da nicht mit dem Auto rein darf, sind wir zu Fuß unterwegs. Hinter uns steht der Immerather Dom, der auch demnächst dem Erdboden gleichgemacht wird. Denn in NRW leben 18 Millionen Leute und die brauchen alle mega viel Strom. Der wird produziert aus Braunkohle. Und die finden wir nämlich unter der Erde in Immerath. Und deswegen muss alles so weg. Der Dom. Weg. Die Post. Muss weg. Die Bäckerei. Weg. Es muss alles weg. Das Gestrüpp hier muss weg. Das Haus muss weg. Die Straße muss fort. Wir müssen unter den Asphalt und an die Kohlen ran. Was jetzt in unserem Clip vielleicht etwas lustig rüberkommt, hat tatsächlich ernste Konsequenzen. Familien, ganze Generationen müssen hier wegziehen, die hier seit was weiß ich wann gewohnt haben. Ist es gut oder ist es schlecht, so ein Dorf abzureißen? Das kommt darauf an, wen man fragt.